In der Hauptstraße muss irgendwo ein Nest sein. Denn er ist einer. Er auch. Und die hier ebenfalls. Allesamt Vereinsmeier vom Feinsten. Und darauf sind sie richtig stolz. Ihr Treffpunkt in der Hauptstraße, das Blaue Haus. Die Jungs vom Stammtisch sind die ältesten Vereinsmeier. Seit 1972 treffen sie sich, aus gutem Grund. Die Geselligkeit, wir diskutieren über Politik, natürlich Sport, auf jeden Fall Fußball. Das ist ja das unnötige Meine, Politik wird natürlich hier auch geredet. Na, was die verkehrt machen, die Männer. Das muss ja kritisiert werden. Wir loben sie auch manchmal. Ne? Er ist der Wirt vom Blauen Haus, Peter Rothaupt. Seine Theke ist ein echter Wohlfühlort für die Vereinsmeier vom Knobelclub. Michael Wisser ist gleich in mehreren Vereinen, wie die meisten hier. Das ist ein Ausgleich zum Berufsalltag. Man muss ja auch schon mal abschalten und ausspannen. Und ist hier dann sonntagsabends eine gute Gelegenheit, bei einem schön gezapften Bier hier in geselliger Runde abzuschalten. Auch die Gymnastikdamen vereinsmeiern gern im Blauen Haus. Peter Rothaupt freut sich über so viele Gäste. In diesem Jahr feiert er sein 20-jähriges Jubiläum. Ach nee, das ist eine Überraschung. Ja. Grund genug für die singenden Vereinsmeier ein Ständchen zu zelebrieren. Ich sah einen Wanderer am Wegesrand ruhen und fragte, warum sitzt du hier? Einfach für mich eine Anerkennung. Weil ich komme ja nicht von hier, ich bin ja auswärtig, ich bin aus Taunusstein-Wehen. Und das ist eine Anerkennung, dass mich die Menschen hier annehmen, so wie ich bin. Karl-Heinz Eidenberg hat für heute genug gemeiert. Jeder geht, wann er will, das sieht man hier ganz locker. Er braucht nur wenige Schritte auf der Hauptstraße, dann ist er schon zu Hause. Ein wunderschönes Fachwerkhaus aus dem Jahre 1637. Es wurde während des Dreißigjährigen Krieges gebaut. Windschief und krumm, aber stolz steht es da und ist der Hingucker in der Hauptstraße. Es ist das Stammhaus der Familie seiner Frau. Vor über 50 Jahren kam Karl-Heinz Eidenberg hierher. Seine Elfriede war damals noch ein Teenager. Sein späterer Schwiegervater hat ihn gleich ins Herz geschlossen. Wochenlang reparierten sie gemeinsam das alte Haus. Nachher sagte der Schwiegervater, den kannst du nehmen. Der kann alles. Ja, weil der auch viel jetzt am Haus machen konnte. Ne? Ja, er war schon ein lieber Mann. Ja, das war ein Schwiegermutter auch. Ich bin auch hier aufgenommen worden wie von Eltern. Also wie meine, ich hatte keine Eltern mehr damals und bin doch hier aufgenommen. Von 1637, was hier alles schon drin gewesen ist, wenn ich so abends im Wohnzimmer sitze oder so, dann denke ich, wer hier schon alle drin gesessen hat, also super. Ja. Ich möchte auch nicht mit dem neuen Haus tauschen. Das alte Haus ist auch als Kulisse gefragt. Hier entstand das offizielle Foto des Musikvereins Bellingen. Und dazu gehören diese noch sehr jungen Vereinsmeier. Es geht zur Probe ins Dorfgemeinschaftshaus. Gerade ist der Anbau fertig geworden, barrierefrei. Damit auch die Älteren lange mitmeiern können. Alle Musiker üben für die anstehende Einweihungsfeier. Auch die Jüngsten. Und weil sie hier auch schon Noten lernen, steht ihnen der Weg offen in weitere Vereine. Vereine sind auch sein Leben. Werner Müller hat in den 70ern die Feuerwehr Bellingen mitgegründet. Seine zweite Leidenschaft wird jetzt nach dem langen Winter gerade langsam wach. Vorsichtig schaut er nach seinen Bienen. Wenn es keine Bienen mehr geben würde, dann gäbe ja dann keine Äpfel mehr oder kein Obst mehr. Oder beim Raps, überall, selbst die Kleidung. Wenn man von Baumwolle ausgeht, hängt ja von den Bienen ab. Und deswegen gibt er seinen Bienen vor allem Ruhe.
Was ist das Wichtigste, wenn man an Biene gehen will? Ist die erste Pflicht vom Imker ist ruhig sein. Im Wald habe ich Stände, wo ich dann hingehe, wo ich mich einfach dazwischen setze, um eine halbe Stunde. Wie in einem Bienenstock geht es auch hier zu. Das Jugendorchester. Sie meiern schon ganz gut mit. Andreas Henn hat das Jugendorchester gegründet. Eigentlich ist er Maschinenbauingenieur. Die Musik gehört zu meinem Leben. Das mache ich über 40 Jahre und arbeite schon über 20 Jahre mit den Kindern zusammen. Ja. Und das bedeutet mir sehr viel, nimmt auch etwas von meiner Zeit in Anspruch. Und, ja. Und das gehört einfach zu mir. Wer mich kennt, der weiß, der gehört irgendwie zur Musik. Ja. Und diese Leidenschaft teilt er mit vielen anderen. Das Erwachsenenorchester des Musikvereins ist gefragt in der Region. Und Nachwuchssorgen kennen diese Vereinsmeier natürlich nicht. In der Hauptstraße üben sie dann gemeinsam mit der Feuerwehr für die anstehende Einweihungsfeier des Dorfgemeinschaftshauses. Auf dieses Fest freuen sie sich schon alle. Die Vereinsmeier aus Bellingen im Westerwald.